Missionsziel erreicht. Missionstimer aktiviert. So, hallo Leute, und damit begrüße ich euch zu einer, ja, weiteren Folge von, ja, Version 2100, dem Mod, Moment. Reclamation Mod. In der Kampagnenvariante auf Hard. Und ja, die erste Mission haben wir, wie ihr in der letzten Folge gesehen habt, gut gemeistert. Jetzt kommt die nächste Mission Nummer 2. Controlation to Security, the neue Basis Commander. The Control will try to report erfolgt, dass wir Bericht über deinen Erfolg in Place of Operation. Jetzt schaue the Quest Dissatisfaction with your reality and local population and my order. Stake is the greatest this. I have a new object for you. Ich habe ein neues Objekt für dich. Base Operation. Determinated to be collapsed bioengineering laboratory location. Bioengineering laboratory in dieser, also in diesem Sektor. No scientific what top secret. Everyone among high rank officials like hit myself. We have been unable to determinate its exact location. Okay. Commander, take your transmitter and feed your contact or using whatever format will be available for this mission. Ja, gut. Okay, also da gibt's wohl irgendwas Wichtiges und das sollen wir haben. Würde ich jetzt einfach mal drauf warten. Okay, wir haben auf jeden Fall hier den Transporter in unserer Zone. Den würde ich auch gerne nehmen. Wir nehmen die zwei Transporter mit. Die zwei Baufahrzeuge, so. Die Einheiten führen wir in die Basis. Ich weiß nicht, ob wir wirklich die Cyborgs brauchen werden. Ich lasse die am besten noch da. Ich habe nämlich noch keine Ahnung. Ja, und der hier hat jetzt hier Erfahrung Elite erreicht mit 156 Abschüssen und ja. Das wäre doch schön, wenn sie bei ihrem Rangaufstieg auch noch ein bisschen mehr Hitpoints hätten. Das wäre doch cool. Irgendwie schon, ja. Also, wir haben das davon zwei. Nehmen wir hiervon nochmal, da nochmal 3 mit. 3, 6, 7, 9. Nehmen wir den noch mit. Du bleibst da. So, wir nehmen unseren Elite-Fahrzeug auch mit. So. Damit ist der Transfer voll. Und wir fliegen los. Mal gucken, wohin. Ich bin ganz gespannt. Da kommen wir hin. Hey, ich bin ja doch schon ein bisschen aufgeregt, ne? Weil das ja, ja. Oh, wir können sogar Verstärkung ordern. Das werde ich sogar ehrlich gesagt auch machen. Weil ich weiß nicht, mit was wir es hier zu tun haben werden. So, und Transporter schicken wir los. Gut, ich habe nämlich ehrlich gesagt keine Ahnung, was uns hier erwarten wird. Absolut nicht. Deswegen bin ich ja gerade umso neugieriger. Einheit wird angegriffen. Oh, da haben wir ein paar Scavengers. Die ärgern wir mal ein bisschen. So, ja klar, natürlich sind die Fahrzeuge jetzt, weil sie jetzt hier... Ach, sind das... Ach, das sind das... Ich glaube, das sind Zivilisten, die wir retten müssen, ne? Ja. Cool. Zivilist gerettet. Ah, also müssen wir auch eine Art Zivilisten retten. Cool. Dafür haben wir eine Stunde Zeit. Schauen wir mal. Ich würde sagen, ich fahre einfach mal mit den fünf Fahrzeugen jetzt einfach weiter. Mal gucken, unser Ziel hat sich noch nicht identifiziert. Die Map ist auch noch nicht sonderlich groß, wie man hier auch schwer erkennen kann. Da haben wir so einen lässigen Turm, den ärgern wir mal. Das Problem ist, ich weiß nicht, wofür ich die... Oh, war ja. Ah, die Feiglinge ersetzen sich, hauen ab. Ach, guck mal, so schnell ist Verstärkung schon da. So,
Einheit wird angegriffen. Oh, guck mal. Da wollen wir uns besser auf die Nerven gehen, ne? Eintreffende Übertragung. Oh, was ist jetzt los? Neuer Aufklärungsbericht. Okay, was ist jetzt los? Das können wir ab, waiting to get more notice, a bit more stand way of your guards in the dark district direction. We shall to go. Go on, Commander. Okay. Ich würde das einfach mal verstehen als wir beeilen uns. Und das machen wir auch. Wir werden mit irgendwas aus Fernkampf bombardiert. Einen Außenposten haben wir entdeckt. Gut, wir haben das auf jeden Fall schon mal mit Stärken und Scavengers zu tun. Die sind auf jeden Fall die sind technologisch praktisch. Ne? Oh, Knappwerfer. Ich würde mal sagen, wir machen die Basis hier da hinten zuerst kaputt. Einheit wird angegriffen. Ja. Haben wir noch was am Produzieren? Ja, doch. Da warten wir noch kurz damit. Das machen wir mal kaputt. Einheit wird angegriffen. Und die wirken etwas nervig für mich. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. So, machen wir hier langsam mal kaputt. Da haben wir einen Artefakt. Gleich mal aufsammeln. Oh, für Mörser. Und für Miniraketen. Wie geil ist das denn? Für Mörser und für Miniraketen. Das ist ja schick. Das ist ja richtig schick. Dann können wir einfach gleich Miniraketen bauen. Wie geil ist das denn? Das gefällt mir ehrlich gesagt sogar richtig gut. So. Ach so, guck mal. Wir sollen die Zivilisten hier retten. Na, dann machen wir das mal. So. Nochmal 4 neue Einheiten. So, Leute, warten mal auf da. Das geht nicht, dass die Zivilisten am Leben sind. Haben wir gerade eine Einheit verloren, oder... Na komm. Machen wir mal kaputt hier. Einheit wird angegriffen. Ja, die Mini-Raketengeschichten sind ja auch doch ein bisschen wieder lästiger, Einheit, ne? Wird angegriffen. Ah, das habe ich wieder vergessen, vor jeder Transportmission zu speichern. Einheit wird angegriffen. Da werde ich mir wieder was anhören dürfen. Aber das wäre ein guter Zeitpunkt, um es jetzt einmal zu machen. L2. Ob das zu früh oder zu spät ist, ich weiß das nicht. Schauen. Ah, wir haben Miniraketen fertig und damit können wir Wachturm mit Miniraketen. Okay. Ja, was da? Ich würde da sagen, wir bauen uns einfach 6 Stück davon. Ich gehe mal hier hinten weiter links. Ich bin nämlich etwas neugierig. Scavenger Außenposten entdeckt. Oh, da ist ja noch was. Gut. Wird angegriffen. Sehe ich ein. Ich gehe zurück. Verstärkungen sind eingetroffen. Einheit wird Na, angegriffen. Guck mal, da haben wir auch schon Verstärkungen. So, wir schicken mal unsere Reparaturfahrzeuge mal hier weiter längs. Ich würde mal sagen, ich gehe hier mal erst hier in die Mitte weiter rein. Einheit wird angegriffen. Ich habe nicht direkt eine Ahnung, was uns hier erwartet. Na guck mal, den Turm sind wir da schon mal los. Was ist das denn hier? Keine Ahnung, das sieht mir so leicht verdächtig aus. Einheit wird angegriffen.
Einheit wird angegriffen. Grundlagenforschung. Morse haben wir erforscht. Damit können wir Grenadier für Cyborgs. Oder hoch. Ach, guck mal, das ist auch schon cool, ne? Ja, weißt du was? Grenadier für Cyborgs ist ja eigentlich auch eine ganz coole Sache. Ich würde auch unsere Cyborgs, die wir haben, jetzt auch gegen die, Einheit wird angegriffen. Ah, produzieren die hier Einheiten? Einheit wird angegriffen. Warte mal, lass uns mal erkunden. Ja, hier ist eine Cyborg-Fabrik. Eine Scavenger-Fabrik. Einheit wird angegriffen. Oh, hier sind Zivilisten gefangen. Die müssen wir rausholen. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Zivilist gerettet. Ja. Ah, guck mal, Zivilisten haben wir hier auch gerettet. Cool. So, guck mal, das klingt ja schon fast nach einer Einheit hier. So. So. Oh. Dann würde ich sagen, der farmt sich hier weiter seine Kills zusammen. Wir können eigentlich den Game-Speed auch ein bisschen erhöhen. Und wir machen hier bei der anderen Basis hier weiter. Ah, guck mal, einmal Rundum-Reparatur. Grundlagenforschung abgeschlossen. Ah, wir haben wieder eine Forschung. Was gibt's jetzt? Wachturm mit Mini-Rakete. Guck mal. Das klingt doch voll nach Spaß hier. Grundlagenforschung abgeschlossen. Mal so eine Frage. Das Grenadier für die Cyborgs, kann man die ineffektiv bei Bunker. Ineffektiv bei Bunker und ihr Ketten oder Fahrzeuge oder wie war das? Wie viele Vehikel sind das? Zwischen Infanterie. Achso, okay. Erhöht den Schaden von Mörser. Töckewald wie. Was? Darf ich gleich. Achso, wegen Ziele, ja klar. Aber das scheint wohl bei. Na, wie gesagt, der hier, der steht, farmt jetzt einfach Kills weiter. Einheit wird angegriffen. Das ist der einzige Sinn und Zweck, warum er da jetzt noch steht. So, machen wir hier mal eine Panzerfalle ein bisschen kaputt hier. Einheit wird angegriffen. Die Panzerfallen nerven hier in der Tat hier ein bisschen. Einheit wird angegriffen. Ach, das ist ein Lancer auch noch. Mal bitte so schnell kaputt hier. Ach, guck mal, der war doch easy. Der war doch easy. So. Du gehst mal zurück. Ihr zieht weiter. Mal gucken, was wir hier noch so alles finden. So, hier ist auch nichts mehr. Dann gehen wir hier weiter. 175. Was ist jetzt los? When you finish your work, why don't you have some extra request for your contacts? It's given that you have a particular interest in turn, but which many of the same goal. Use a quick capable how is this holy gens can write at us? Okay. Oh. Was ist das denn? Bedeutet bedrohliches Fahrzeug. Rückzug. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Grundlagenforschung abgeschlossen. Okay, das haben wir auch erforscht. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen.
Ihr dürft mal ruhig zu denen da hinten hinfahren. Bei mir braucht ihr nämlich gar nicht zu suchen. Dieser Panzer da, der folgt uns hier bis, ja. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. So, die haben auf jeden Fall ein neues Spielzeug. Gut. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Was haben die da denn gemacht? So Kasten? Haben die Ketten dran gemacht? Oh, Ding, was macht der doch schon ein bisschen ärger, ne? Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Gut, das Ding haben wir kaputt gemacht. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Sag mal, wie viele kommen denn da noch? Einheit wird angegriffen. So, meine Güte. Siehst du, der levelt hier wunderbar weiter. Das kann er auch gerne machen. Es stört mich nicht. So, Gruppe 3. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. So. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. So. Einheit wird angegriffen. Kommt mal hier mal ein bisschen auf. Danke. Ah, wir haben ein Maschinengewehrfahrzeug verloren. Ah, ist natürlich nicht so problem, ne? So. Einheit wird angegriffen. Ah, guck mal hier, der macht ja doch schon richtig gern Ärger hier. Das ist richtig gut. Warten wir mal kurz, bis der Transporter gleich da ist. Einheit wird angegriffen. Die scheinen die Truppen relativ schnell zu bauen. Kann das sein? Ja? Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Das schreit ja schon quasi fast danach, dass wir hier neue Einheiten mit hinschicken. So, let's go, meine Freunde. So. Ziehen noch mal zurück, denn unsere Verstärkung kommt jetzt gleich. Beziehungsweise die Grenadier sind schon da. Die sechs hier Mini-Raketendinger sind nämlich auch schon fast da. Und dann haben wir alle hier richtig schön Spaß. Genau deswegen. Die anderen drei hier auch noch mal dazu. Einheit wird angegriffen. No, ich werde ja aber darauf einstellen müssen, dass sie versuchen sollen, nicht die Fabrik kaputt zu machen. Einheit wird angegriffen. Dann könnte man noch mal richtig schön Erfahrungspunkte hier rausschlagen und dann ist alles toll. So. Du, wie die aufrollt. Nein. Gut. Angriff gestoppt. Scavenger Außenposten entdeckt. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen.
Na, der Teil hier ist nicht ganz so einfach. Ich schlag die alle da hoch. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Aber mit etwas Geschicklichkeit kriegt man das ja auch hin. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Das ist jetzt doch ordentlich das Problem. Gut, aber seien wir mal ehrlich, die Grenadier, die ich hier geholt habe, sind nicht gerade so hilfreich, wie ich erstmal dachte. Hab gedacht, die wären cooler. Okay, schicken wir die einfach zur Landezone zurück. Dagegen machen die Mini-Raketen echt deutlich schon mehr Spaß. Feuern ausstellen. Einheit wird angegriffen. 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 Ich weiß zwar nicht, warum ihr das macht, aber bitte fahrt mal wieder hier hin. Ich muss dazu sagen, das ist echt eine etwas nervige Mission. Zumindest wenn man dabei auch noch verhindern will, dass die Fabriken kaputt gemacht werden. Das ist das. Kann ich einen auf die Nerven gehen damit, oder? Das ist der Wahnsinn. So. Die haben da auch noch eine Basis, also da werden sogar jetzt noch drei Waren. Ja gut, die eine ist ja hier, die ist ja schon kaputt. Ah, guck mal, da ist sie auch schon. So, es ist hier. Wieso wollte da immer nach oben fahren? Lass das. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. So. Wohl. So. So, und weiter geht's. Jetzt geht's
geht's weiter. Nächster Versuch. Jetzt geht's noch mal rein da. Mal den da kaputt, der nervt mich sowieso hier. Einheit wird angegriffen. Ah, guck mal, da hinten ist die Basis auch schon. Einheit wird angegriffen. Mann, dann lassen Sie die da oben auch in Ruhe. Ach guck mal, der ist hier jetzt Spezialist. Das heißt, der braucht nur noch einen Rang. Dann hat er den Heldenrang erreicht. Was ziemlich gut ist, meiner Meinung nach. So, let's go, nächste Runde. Ja, das war schon ein bisschen verlustreich, gebe ich zu. Das lief nicht ganz so wie vorher. Aber was soll's? Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Zivilist gerettet. So, jetzt guck mal, haben wir noch ein paar Zivilisten gerettet. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Guck mal, damit haben wir die Basis jetzt auch schon kaputt gemacht. So, ich lasse die nochmal sicherheitshalber stehen. Wenn wir da mal kurz herausfinden, welcher der stärkste ist. Und den schicken wir wortwörtlich dann auch an die Front. Das bist du. Alle anderen raus, außer du gehst rein. Lass die hier nochmal sicherheitshalber hier stehen. Der macht hier so lange sein Ding. Ich weiß zwar nicht, was du da. Ach, weißt du was, fahr da ruhig reparieren. Das ist nicht so schlimm. Einheit wird angegriffen. Oh, war ja. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Oh, war ja. Also, der Flammenwurf-Ding ist ja alles andere zu untertrieben, ne? Du? Hoppla, Moment. Fette. So, jetzt. Okay, wisst ihr was? Ist egal. Die Fabrik hier unten mache ich auf jeden Fall fertig. Damit ist Schluss. Der hat sich auf jeden Fall mit uns hier total verspielt. Oh, warte mal. Ah, muss ja nicht alles kaputt machen, ne? So. So, machen wir auf jeden Fall nicht hier das Ding. Auch nicht. Dann muss man mal zurück, denn hier ist... So,
Wenn er so entfernt bleibt, können wir jetzt auch noch allgemein mit den Truppen hier noch mal ein bisschen, ja. Ach, guck mal, wir haben ja schon drei. Das heißt, den gleich ab hier. Und lassen uns die Verstärkung gleich zukommen. Und ja, Leute. Was machst du denn da? Du gehst mal wieder zurück. Was machst du da? Du bist ja frech. Ja, leider kann ich da wohl keine Einheit. Ich werde sie da wohl alle einfach mal stehen lassen. Und einfach mal Erfahrungspunkte farmen. Und ja, Leute. Das war die zweite Folge gewesen. Ihr seht, die Mission ist quasi vorbei, schätze ich mal grob. Also hoffe ich jetzt nicht. Ich mache sonst sicherheitshalber noch mal Save. So, hier L2. Zack. Aber ich denke mal nicht mehr, weil wir waren zu ziemlich bei allen. Einheit wird angegriffen. Und ja. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne eine Bewertung und auch einen Kommentar da. Ich versuche so gut wie ich kann, alle Kommentare auch so beantworten. Ich sage ja so gut wie ich kann. Sprechen kann ich da leider nichts, aber ich gebe mein Bestes. Auf jeden Fall, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Version 2100 in der Kampagne von Reclamation Mod. Und ja, tschüss!